Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager. Heute geht es zu einer neuen Saison. Es geht los in Australien und wir gehen mit unseren beiden Herren an den Start. Sebastian Vettel sowie Giuliani und hoffen in dieser Saison nach einigen Regeländerungen nicht nur deutlich mehr Punkte zu holen, das dürfte durch das neue Punktesystem automatisch schon so geschehen, nein, sondern auch eine wesentlich bessere Platzierung sowohl in der KWM als auch in der Fahrermeisterschaft mit beiden Piloten zu erreichen. Und ich denke, dass wir da ganz gute Voraussetzungen haben, diese Ziele zu erreichen. Ja, wir haben unter anderem auch eine Retro-Lackierung, die wir uns letztes Mal dazugepackt haben, nämlich den schönen 7-Up. 7-Up Jordan, ja, jetzt habe ich kurz den Teamnamen vergessen, für das wir nicht fahren, sondern managen. Okay, das ist ein komischer Satz, egal, es geht auf jeden Fall wieder los mit Motorsport Manager, jawohl Leute. Und ich würde sagen, wir können die Jungs auch gleich, nachdem wir ein paar Anpassungen gemacht haben, zu viele kann man ja am Anfang eh nicht treffen, wir können ja gleich auch mal auf die Strecke gehen. Ansonsten heute ein kleines Novum unter anderem, ich fahre mal ohne aufgezogenes Headset, da ich ohnehin den Ingame-Sound nicht unbedingt benötige und ja, vor allem in der ganzen Hitze hier. Also ich habe so ein Logitech G403 Headset und das hat ja an den Ohren so ein bisschen Stoff und einfach damit es ein bisschen entspannter ist in der ganzen Hitze, ziehe ich das Headset heute mal nicht auf. So, ich rebelliere heute einfach mal. Ja, genau. Und ansonsten gab es auch noch einige Diskussionen bezüglich der Fahrersituation, unter anderem, ja, ich werde auf jeden Fall den Krankenpfleger nehmen, vielen Dank auf jeden Fall da schon mal für die Erinnerung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Perk eher, also eine ganz wichtige Fähigkeit für das erste Rennwochenende oder für die ersten Rennwochenenden und ja, da werde ich auf jeden Fall den Leuten, die sich noch nicht so mit dem Motorsport Manager auskennen, gleich mitteilen, was genau das ist, wir werden es gleich sehen. Ansonsten war die Diskussion, warum ich nicht Hashimoto mir geholt habe. Nun, ich denke, dass Hashimoto zum einen ein sehr, sehr teurer Pilot ist oder eine teure Pilotin und dass wir das uns im Moment noch nicht so wirklich leisten könnten, glaube ich. Also klar, wir haben ordentlich viel Kohle, wir haben was für die Saison als Vorschuss bekommen. Allerdings gibt es da, glaube ich, wichtigere Sachen, die man hier erstmal machen kann. Was ich auf jeden Fall tun könnte, wäre nachzuschauen, ob sie bereit wäre, die Transferkosten zu übernehmen. Allerdings überlege ich dann auch, okay, für welchen Piloten nehmen wir sie mit rein? Wenn Sebastian Vettel wäre, dann würden wir ja, ja, zum einen auch seinen Vertragsbruch bezahlen müssen, weil ihren Vertragsbruch können wir auf jeden Fall vielleicht sogar nochmal, also vielleicht würde sie ihren eigenen Vertragsbruch übernehmen, die Kohle, aber Sebastian Vettels Vertragsbruch müssten wir dann übernehmen. Oder nehmen wir Giuliani raus, der ja so eine gute Beziehung zum Mechaniker hat, dass er jetzt den Krankenpfleger nutzen kann und daher in den ersten ein, zwei Rennen vor allem sehr, sehr wichtig für uns werden wird. Und auch bei ihm müssten wir ihm ein paar Millionchen zahlen, deswegen müssen wir auch da ordentlich investieren. Ich wäre dafür, dass wir warten bis zum Ende der Saison. Die wird schon keiner großartig wegschnappen, weil im Moment ist sie bei Ferrari eingebunden. Und dann, ja, am Ende der Saison, da ist sie frei und da können wir sie uns vielleicht sogar ablösefrei holen. Who knows? Schauen wir einfach mal. Ansonsten, ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, Angebot abgeben. Das kostet ja nichts großartig. Und dann gucken wir mal. Ja, ansonsten, ja, gut, da gab es auch direkt die Frage unter dem letzten Video, ob ich den neuen Kalender der Formel 1 gesehen habe für 2018. Auf den wollte ich gleich eh eingehen. Den habe ich auch noch in einem anderen Fenster offen. Gut, Thema Abtrieb. Hier mal ein bisschen eine andere Konfiguration testen. Ich habe hier leider nicht gesehen, was sie bezüglich der Setups sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt intuitiv die richtige Entscheidung treffe. Eieiei, 2 Minuten. Stimmt, die Trainings sind ja kürzer geworden. Ach du liebes bisschen. Ui. Ja, okay, gut. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen flotter machen. Gut, ansonsten wurde mir auch was bezüglich des der Batterie wieder Aufladung gesagt, dass das nur bei längeren Renndistanzen was bringt, also wenn man die Renndistanz auf lang einstellt. Werden wir mal testen. Ich glaube, ich kann es jetzt eh nicht ändern oder wir können es halt jetzt einfach nicht ändern. Gucken wir einfach mal. Gut, ansonsten gab es ein bisschen was noch zum Thema
Le Mans, wo manche meinten, dass sie es gesehen haben und auch viele Stunden das geguckt haben und es nicht langweilig fanden an der Stelle. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen mit Rallye relativiert, dass das auch so eine Faszination ist, die man nicht unbedingt nachvollziehen muss. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schlecht ist oder dass es langweilig ist oder so und so und so und so, sondern dass ich einfach noch nicht den Zugang zum Langstreckensport gefunden habe. Damals habe ich ein bisschen Bathurst mal geguckt. Das war vor so einem halben Jahr etwa, glaube ich. Vor 4 Monaten, 5 Monaten. Das fand ich ziemlich ordentlich. Das war recht interessant. Allerdings, wie gesagt, noch bin ich nicht so warm geworden. Das war so mein erstes Mal, dass ich Langstreckensport gucke. Gucken wir einfach mal, ob ich mich da noch mal reinfinden kann. Ansonsten, die beiden Jungs, die sind ganz gut unterwegs. Wir haben natürlich stark gepusht, aber trotzdem P1 und 4 im Moment. Das ist ordentlich. So. Huiuiuiui. Oh, geil. Ein Besuch eines Hauptquartiers von einem Rennteam. Oh, das hätte ich gern. Das wäre so unfassbar geil, ne? Oh, das wäre richtig, richtig gut. So, nicht zu sehr dran denken und meine Güte. Sebastian Vettel wird es definitiv ins dritte Qualifying schaffen. What the hell? Okay, ja. Entweder rot oder lila. Dazwischen gibt's nichts. Das sind die beiden Extreme, die heute bedient werden. Alter Verwalter. Holy moly. Das muss ich mal kurz verdauen gerade. Was ist denn hier los? Okay, gut. Okay, viel mehr Abtrieb für Sebastian Vettel. Alter Falter, ey. Ja, okay. Wenn man sich nochmal überlegt, dass wir 72% Zufriedenheit bei dem guten Sepp haben und diese Zeit hatten, dann ist das, glaube ich, schon eine ordentliche Zeit, die wir da hingelegt haben. Also, die Jungs könnten hier durchaus, ich will nicht sagen, dass sie von Siegen träumen können, aber wir könnten auf jeden Fall mal an Podiumsplätze denken. So, und die erste Runde fahre ich jetzt hier mit Gebrauchten. 62% sogar nur bei Giuliani, also da ist es sogar noch schlimmer. Und auch hier deutlich mehr Abtrieb. Alter Falter, ey, was ist denn hier los? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei DSDS. Die Leute, die da hinkommen und denken, oh ja, Dieter Bohlen wird schon sagen, ich sing ganz gut. Und dann heißt es, du warst total kacke. Was ich übrigens auch nicht so geil finde, aber das ist ein anderes Thema. So knallharte Kritik direkt an Leuten, denen man sagt, hey, ihr könntet Superstar werden. Und man weiß ja meistens nicht, ob man gut singt oder nicht. Man hört ja seine Stimme ein bisschen anders. Man nimmt seine Stimme ein bisschen anders wahr, als es die Außenwelt dann tun kann. Aber egal, anderes Thema. Gut, ansonsten, Thema, was studierst du denn, Dave? Solange wir im Q1 sind, können wir mal kurz noch die ganzen Fragen abchecken. Ich studiere VWL. Hatte ich schon einige Male angeführt, aber ich glaube, es gibt auch einige Neuzuschauer. Deswegen auch an die gesagt, ja. Gut, beide Jungs da reinholen. Ich werde hier keine großartige Zeit mit den beiden absetzen. Der super Überholmodus von Sebastian Vettel, der wird ihm, glaube ich, einen guten Einzug ins nächste Qualifying bescheren. Und meine Güte, das sieht nicht so gut aus. Oh, da müssen wir nochmal. Also bei Vettel mache ich mir keine großen Sorgen. Der wird es definitiv ins nächste Qualifying schaffen. Das wird allein schon seine Fähigkeit hier ermöglichen. Nein! Oh Gott, das ist schlimm. So vielleicht. Gut, dann fahren wir noch mal eine Runde raus. Und bei Giuliani passt es im Moment. Da können wir direkt mal eine schnelle Runde fahren. Also langsam aber sicher könnte man es sich sogar fast überlegen, mit Sebastian Vettel, also je nachdem, was Giuliani für eine Zeit fährt, könnte man es sich überlegen, mit Sebastian Vettel tatsächlich mal mit harten Reifen eventuell weiterzukommen. Also wenn der hier auf Softs weiterkommen könnte, warum nicht? Dann sparen wir uns auf jeden Fall mal einen Supersoft-Satz. Gut, ansonsten Sack gerade schreibt, da hast du uns mit dem Thumbnail ja ordentlich veralbert. Ich wollte ja nichts spoilern, wie das fertige Auto aussieht. Ich habe mir gedacht, okay, du suchst dir irgend so ein Zukunftskonzept raus und ja, die Leute sollen dann raten, wie das Ding aussieht. Aber es soll ja eine Überraschung sein. Perez fährt übrigens jetzt für Toro Rosso und ich habe es wieder schlechter gemacht. Tatsächlich so viel Abtrieb? Wollt ihr wirklich so viel Abtrieb haben? Alles klar. Machen wir.
Okay, dann nochmal so vielleicht und jetzt... Boah, das ist ein Risiko, ne? Auf geht's, wo ist Giuliani? Na komm schon, Kollege! Hau eine gute Zeit raus! Ah, P17. Schwierig, schwierig, schwierig. Egal, wir riskieren es jetzt einfach mal an der Stelle. In der letzten Saison hat man gesehen, dass Qualifying ist nicht immer die wichtigste Session. Eigentlich nie. So, und ich kann mal hier ein bisschen was testen. Vielleicht mal so ein bisschen was machen und gucken, ob das schneller ist. Okay, Vettel. 7 Zehntel nach Sektor 1. 1,5 Sekunden. Das ist mir zu riskant. Ab an die Box, Mate. Ah, ist okay. So, Sebastian Vettel wird einen Versuch haben. Giuliani fällt nochmal ein bisschen weiter zurück. Persönliche Bestzeit in Sektor 1. 1,5 Sekunden jetzt im Delta. Ui, nicht so gut. Ja, ist einigermaßen okay. So, raus. Und jetzt Giuliani zu gucken. Das ist der Einzug ins Q2 vielleicht. Denn Vettel wird auf jeden Fall auch nochmal eine Zeit setzen wollen. Die Frage ist, wie sieht's dann aus? Denn dann ist Giuliani ganz schnell nur noch 15. Und es gibt einige noch, die auf ihrer Outlap sind. Oder na gut, einen, der könnte noch eine Zeit absetzen. Delatras, Vettel. Überhitzt und gut. Wie sieht's jetzt aus bei Sebastian Vettel? Sechs Zehntel nach Sektor 1. Mal kurz gucken, hat es bei Giuliani was gebracht? War es besser oder schlechter? Scheint genau gleich gut gewesen zu sein. Vielleicht ein bisschen besser wegen der Zeit. Vettel jetzt 6 Zehntel nach Sektor 1. 1,1 Sekunden, das sieht gut aus. Delatras verbessert sich allerdings ebenfalls. Vettel wird wahrscheinlich weiterkommen. Das ist ziemlich sicher der Einzug ins Q2 hier mit dem 11. Platz. Keine persönliche Verbesserung von Delatras. Und wir haben beide Fahrzeuge im Q2. Beim Saisonauftakt. Meine Güte, ist das geil. Hammermäßige Sache. Wow, geil. Geiles Gefühl, ey. Coole Sache. Oh, das ist auf jeden Fall der erste Schritt nach vorn, Leute. Das ist der erste Schritt nach vorn. Das ist super. Okay, wir können zwar nicht mit harten Reifen ins nächste Qualifying kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber wir können auf jeden Fall noch mal was... Wir können auf jeden Fall was erreichen mit dem Team. Das ist richtig, richtig gut, Leute. So, vielleicht noch ein bisschen mehr Abtrieb, ein bisschen mehr Frontflügel reinhauen. Hoffentlich passt das. So, aber hier fahren wir mit gebrauchten Reifen raus. Die Frage ist, wollen wir ins Q3 kommen? Wollen wir ins Q3 kommen oder wollen wir da lieber im Q2 verharren und sagen, hey, wir nehmen die frischen Reifen mit. Und die freie Reifenwahl, das ist ebenfalls wichtig. Gut, ansonsten nochmal danke für den Tipp, unter anderem an Young Buck, der geschrieben hat, dass es wie folgt ist bei der Reifenerwärmung. Und das klingt ziemlich logisch, weil dann wäre es halt wirklich nur ein Vorteil. Nämlich, dass man allgemein die Temperatur eher im optimalen Fenster halten kann. Das ergibt ziemlich viel Sinn, weil ich hatte im Kopf, okay, dann kannst du sie schneller auf Temperatur bringen, aber die könnten auch schneller überhitzen. Aber so wie er es sagt, ergibt es Sinn, dass man sie schneller auf Temperatur bringt, aber sie auch nicht so schnell überhitzen. Also danke da auf jeden Fall schon mal für den Tipp.
So, da ist jemand Kwiat eindeutig schneller. Clark Smith, sein Teamkollege. Und Vettel auf gebrauchten Reifen noch ein wenig schneller als Giuliani, aber er hat auch den Superüberholmodus. Das muss man auf jeden Fall mit einbeziehen in die Kalkulation. Aber da geht noch was. Vielleicht können wir da in Richtung Perez was tun oder in Richtung Sainz. Gut, ansonsten gab es auch nochmal eine Nachricht von Yannick Schweizer. Was haben jetzt die illegalen Teile gebracht? Ist doch eh resettet. Nein, ist es nicht. Man nimmt tatsächlich die anderen Teile mit, auch wenn man da nicht einen Rieseneffekt spürt. Aber ein bisschen hat sich das Ganze dann schon verändert, tatsächlich. Also, die Reifen sind jetzt halt wirklich ein bisschen... die Teile sind jetzt halt wirklich ein bisschen besser. Und das sieht man auf den ersten Blick kaum, aber... Ja, wenn du... Also, das wird nicht komplett resettet, um es kurz zu halten, tatsächlich. Gut, ansonsten können wir auch nochmal auf den Kalender zu sprechen kommen. Allerdings jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade haben wir einen echt spannenden Moment hier. Ich möchte eigentlich gar nicht wirklich ins Q3 kommen, ne? Das ist das Ding. P11 wäre perfekt. P11 mit Vettel wäre super. Mal kurz gucken. 99% Zufriedenheit beim Setup, das ist hervorragend. 98% haben wir hier. Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich mach mal was, was nicht ganz so... leicht tragbar ist, beziehungsweise da braucht man Nerven aus Stahl, um zu wissen, ob funktioniert's oder funktioniert's nicht. Moment mal. So, bei Vettel warte ich natürlich, dass wir hier möglichst Top-Kondition haben und es hat was gebracht. 99%, das war das Ziel und wir sind noch im passenden Zeitfenster wieder an der Box und können gleich wieder losfahren. Und Sebastian Vettel fährt jetzt direkt los mit einem weiteren frischen Supersoft-Satz. Der hat dann zwei Supersofts noch fürs Rennen ready. Giuliani schicken wir unmittelbar dahinter raus. Der kann sich dann im Windschatten ein bisschen ransaugen. Zack, Auto ein für beide. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir zwei gute Zeiten hinbekommen. Ansonsten, was soll man sagen? Sehr schön, dass Frankreich zurück ist. Sehr schön, dass Deutschland zurück ist. Extrem schade, dass Malaysia jetzt aus dem Kalender rausfällt. Aber das war, glaube ich, schon ein bisschen länger bekannt. Ansonsten finde ich eine Sache sehr unsinnig. Nämlich, dass zwischen Monaco und Frankreich, was 200 Kilometer entfernt liegt, dass da noch Kanada ist. Das macht halt vor allem hinsichtlich der Logistik null Sinn. Aber gut, die werden schon irgendwas wissen, was sie tun. Wahrscheinlich wegen der Besucherzahlen, weil sonst keiner mehr nach Frankreich gehen würde oder umgekehrt rum. Wobei, Monaco ist ein Prestigerennen und Frankreich wird ein Dingsrennen sein für Fans. Und das ist der Einzug in die Top 10. Giuliani ebenfalls mit einer persönlichen Bestzeit. 22.000stel hinter Ocon. Schade. Aber das ist der Einzug in die Top 10. Ob das jetzt gut ist, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Vettel mit einer Hammer-Pace. Da hat er nochmal eine Vettel-Runde rausgehauen. Ja, also Frankreich, wie gesagt, ich fände es super, wenn die beiden Wochenenden unmittelbar hintereinander stattfinden würden. Von mir aus mit 3 Wochen Abstand oder so. Aber die Dinger sind halt... Das Ding ist halt echt, dass du... Weiß ich nicht. Schwierig einfach nur. Ich glaube, also was man zum Beispiel für Sorgen hat, wenn man jetzt zum Beispiel den großen Preis von Deutschland und oder von Österreich und Ungarn hat, wenn die jetzt nah beieinander liegen würden, die GPs, dann hätte man schon Angst als Veranstalter der jeweiligen Grand Prix, dass manche sich dazu entscheiden, okay, wir gehen dann halt nur nach Österreich oder wir gehen nur nach Ungarn. Mit einer gewissen zeitlichen Distanz zwischen den Grand Prix denkt man sich, okay, vielleicht geht jemand zum großen Preis von Österreich und hat dann einen Monat später nochmal Bock zum Rennen in Ungarn zu kommen. Und dasselbe gilt dann natürlich für Frankreich und Monaco. Aber wie gesagt, ich hätte mir da gewünscht, dass da an die Logistik gedacht wird, weil ich glaube, du kannst sowas mit Ungarn und Österreich vielleicht verargumentieren, dass du sagst, okay, die Leute, die vielleicht von ein bisschen weiter weg hier anreisen wollen oder was auch immer oder in der Nähe sind oder wie auch immer, ich glaube, das kannst du da ganz gut
bringen, das Argument. Aber Monaco, wie gesagt, ist ein Prestigerennen. Und Frankreich wäre so das Fanrennen. Und ich glaube, Frankreich würde auch gut besucht werden, selbst wenn Monaco unmittelbar davor stattfinden würde. Aber gut, muss man halt mal gucken. Werden sich schon was bei gedacht haben. Vettel. 18. nach Sektor 1. 1,3 Sekunden. Jetzt kann sich hier ganz gut im Windschatten von, ist es Schumacher oder ist es Stroll, ransaugen. Okay, 10. Position mit 18. Sekunde Rückstand. Ich glaube, das bringt nichts, nochmal rauszufahren. Nee, wir fahren nicht mehr raus. Wir werden die Session auf der Position auch so beenden. Also, die sind da viel schneller. Schumacher bei seinem Debüt vor Stroll. Und ganz vorne wieder sehr, sehr hart umkämpft. P1. Durch Ricardo, Kwiat, Hülkenberg, Verstappen, Hashimoto und Clark Smith ist frisch dazugekommen. Und für Vettel bewahre ich mir die Supersofts auf, falls der nochmal irgendwie eine Chance hat, im Rennen in der Safety-Car-Phase ganz am Ende 3 Runden vor Schluss auf Supersofts zu gehen und da nochmal alles zu überholen oder so. Gut, ansonsten, wie gesagt, sehr schade, dass Malaysia raus ist. Und ja, das ist halt, keine Ahnung, ich mochte den Grand Prix. Ich fand die Strecke unheimlich schön, ich fand sie toll und vor allem nachdem sie im letzten Jahr umgebaut wurde, dachte ich eigentlich, okay, die wird vielleicht ein bisschen länger bestehen, aber gut, dass sie rausfällt, das war fast schon abzusehen. Ist aber trotzdem sehr schade. So, Dani Kwiat können wir mal zuschauen für seine schnellen Runden. Ja, und ich werde einfach wirklich die Supersofts sichern, weil 18. Sekunde, da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Da können wir kaum schneller sein. Aber gut, ansonsten 21 Rennen. Hat sich sonst nicht viel geändert. Aber eine sehr, sehr lange Saison wird das sein, ne? Okay, von Dani Kwiat gibt es keine Verbesserung. Hashimoto tatsächlich auch bei Ferrari nicht Ersatzpilotin. Das hätte mich sonst sehr gewundert. Auf der 3. Nach Tausendstel ist Hülkenberg vor Verstappen. Das ist super eng. Heieieiei. Und Schumacher 6.000stel vor Jenson Button. Jenson Button 2 in Anführungszeichen, weil er heißt zwar so, aber es ist ein anderer Jenson Button, eindeutig. Ja, keine Ahnung. Gibt es noch so viel mehr zu sagen zum Kalenderwechsel? Ich glaube nicht. Die wichtigsten Sachen habe ich hervorgehoben. Le Castellet ist okay. Ja, ist, glaube ich, so eine Strecke, die mich noch ein bisschen überzeugen muss. Aber gucken wir einfach mal. Ja gut, die sind alle nochmal schnell. Also alle, die in unserer Reichweite waren, Lance Stroll zum Beispiel, die sind nochmal deutlich schneller geworden. 3/10 schneller, ne? Unter 1,27 zu kommen, wäre hier, glaube ich, schon recht hart gewesen. Aber hey, es geht auch im Mittelfeld jetzt mittlerweile um Punkte. Bedeutet, es wird toll. Es wird sehr, sehr toll, egal was jetzt passiert. Wir werden hoffentlich mit beiden Fahrzeugen gut in die Punkte kommen. Das wird ein sehr, sehr starkes Rennen, glaube ich mal. 16 Runden soll gefahren werden. Wenn wir 6 Runden schaffen auf dem Supersoft mit Sebastian Vettel, dann müssen wir natürlich erstmal ein bisschen schonend fahren. Dann können wir vielleicht am Ende nochmal auf die Softs wechseln. Und mit Giuliani gehen wir... Na, schwierig, das sind gebrauchte, sehr weiche alle. Na, einen Satz hätte ich mir aufsparen können, aber man will ja die bestmögliche Position auch haben. So, ich würde sagen, vielleicht 9 Runden Sprit, 8 Runden fahren wir dann damit durch. Und bei Sebastian Vettel gucken wir mal auf 5 bis 7 Runden. Ich muss vielleicht auf einen Safety Car hoffen. Sagen wir es so. Wir müssen vielleicht auf einen Safety Car hoffen. Ansonsten, ich glaube, Moment, ganz kurz, ganz wichtig. Ich werde nicht pushen. Und das spielt uns eigentlich auch in die Karten. Ich werde mit nichts pushen. Ich werde weder den Motor super hochtreiben, deswegen nehme ich hier nochmal eine Runde weniger Sprit mit. Weder werde ich den Motor sonderlich hochtreiben, noch werde ich den Fahrstil direkt hochknüppeln. Ich glaube, dass uns das eindeutig auch in der langen Frist was bringt, einfach weil die Teile nicht so stabil sind. Und ganz vorne die beiden, die sich auch in der letzten Saison ein wenig lieb hatten,
Dann eine zweite Reihe mit Ferrari-Beteiligung, nur Ferrari-Beteiligung. In der dritten Reihe komplettieren Red Bull und Mercedes ihr Feld. Dann ein Williams vor McLaren, von einem weiteren Williams und uns in den Top 10. Malia dahinter hat aber die bessere Position, würde ich jetzt mal behaupten, wegen der Reifen. Und einige fahren hier sogar auf Mediums. Schauen wir mal. Oh, schleppender Start, auch von Button vor uns. Er hat uns da die Position gekostet noch. Sonst wären wir da eindeutig noch gut vorne weggekommen. Das ist weiterhin der 11. Platz. Giuliani fällt ein bisschen zurück. Aber das ist ein Rennen, da muss man ein bisschen auf die lange Frist warten. Auf lange Sicht taktieren. Da bringt es nichts, am Anfang schon mega hart zu pushen. Ich hätte eventuell bei Giuliani nochmal, weil wir eh nicht pushen wollen, ich hätte eigentlich die... Oh, da ist schon der Erste raus. Nico Hülkenberg ist draußen. Ich hätte eigentlich, glaube ich, doch eher die 10-Runden-Sprit mitnehmen sollen. Vielleicht hätten wir da die Supersofts noch mitnehmen können später. Ich glaube, das wäre cleverer gewesen, aber warten wir mal ab. Ui, und da ist ein weiteres Fahrzeug in der Mauer. Markus Eriksson ist draußen. Vettel jetzt auf der 7. Einige sind an die Box gefahren, fahren jetzt auf dem Mediums wieder raus. Vettel 7. jetzt. Die Reifen sind ziemlich kühl, Leute. Ja, ein bisschen können wir die jetzt noch härter anfahren, glaube ich. Jetzt ist es gerade der 4. und der 7. Platz für uns. Wie gesagt, jetzt gibt es nicht mehr so einen Schnitt. Ab dem 6. Platz gibt es Punkte. Aber die besseren Platzierungen würden auf jeden Fall was bringen. Auch für Giuliani, der 7. Platz, der ist wertvoll im Moment. Und jetzt sind wir auf der 2, hinter Malia. Der ist mit frischen Reifen gestartet, führt das Feld jetzt im Moment an. Und die ganzen Teile, die halten hier ganz gut bei Giuliani. Da kann man vielleicht sogar überlegen, nochmal stärker zu pushen. Und in Sektor 3, da ist Perez draußen. Und für Vettel gibt es jetzt den Super-Überholmodus. Also mit Elektropower. Okay, das ist echt gut im Moment. Das läuft ziemlich gut. Perez da hinten ebenfalls draußen. Ricciardo auf der 15, da musste viel repariert werden. Genau wie bei Kwiat auf 13. Und jetzt haben wir wenig Treibstoff bei Vettel. Ach stimmt, da kann ich ja jetzt kurz nochmal pushen. Aber wir pushen nicht hart. Wir pushen ein wenig, aber müssen wir dann nicht nochmal an die Box? Wir gucken mal. Wie viel Prozent haben wir denn verloren bis jetzt? Also erstmal 10 Runden fahren wir dann noch. 10,5 Runden Sprit. 15% haben wir verloren. In knapp über einem Drittel des Rennens. Also wir werden da nochmal deutlich mehr verlieren und auch hier 10% verloren mit weiteren 15% ungefähr oder 20%. Da wären wir auf jeden Fall im roten Bereich. Hier sind wir abgesaved, aber die beiden Sachen, 12 Sekunden kostet das nochmal zusätzlich, aber ich denke, dass uns das definitiv weiterhelfen wird und wir fahren auf den Softs weiter. Da haben wir nämlich auch den Wissensbonus hinsichtlich der Reifen und ich kann nochmal, glaube ich, das Auto hier ein bisschen härter anfahren. Und Giuliani damit auf der 3. Sebastian Vettel kommt auf der 12 wieder raus. Hinter Dani Kwiat. Oder nee, vor Dani Kwiat tatsächlich. 4,5 Sekunden Vorsprung. Und jetzt beobachten wir natürlich Giuliani. Bei dem ist es natürlich bis jetzt ebenfalls ein ziemlich gutes Rennen gewesen. Und nach 8 Runden geht es auch für ihn rein. Hier ist die Kalkulation jetzt ein bisschen einfacher, denn wir haben rund die Hälfte der Renndistanz. 13% hier verloren, 13% werden wir ungefähr noch verlieren. Das passt, denke ich mal.
Hier haben wir 6% verloren, das passt wunderbar. 8% hier. Okay, gut, da muss man tatsächlich nichts reparieren. Vielleicht den Frontflügel. 4 Sekunden kostet das nur. Ist egal, diese 4 Sekunden sind es mir wert. Dafür haben wir ein total sicheres Gefühl und können auch wirklich ein bisschen mehr pushen, glaube ich. Moment, habe ich den Sprit eingestellt? 8,73 Runden. Softs Fahrzeugzustand hier reparieren. Moment, hey, haben wir die richtigen Reifen? Jawohl, die richtigen Reifen haben wir. Auf geht's. Und Hashimoto ist vorbei. Führt im Moment das Feld an. So, beim Motor natürlich schon sehr, sehr, sehr viel im Voraus vorsichtig gewesen, dass der auch bloß hier hält. Und die Leute auf Mediums, die müssten noch mal rein. Die können hier nicht durchfahren. Und wir sind auf 8 und 10 im Moment. Aber es geht sehr, 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 sehr hin und her. Deswegen warten wir mal ab. Und Malia ist draußen, hat das Rennen sogar für eine Weile angeführt. Und die Bremsen. Die machen vielleicht nicht mehr so lange mit. P3 und 4 im Moment. Sind allerdings schon bei 10 gefahrenen Runden. Also wenn die Bremsen jetzt noch ein bisschen halten, Sepp, dann bitte, bitte, bitte fahr durch mit dem Ding. Der Vorsprung 15 Sekunden nach hinten hin. Und Giuliani könnte ein bisschen näher rankommen an Button. Ja, und bei Vettel werde ich jetzt nicht mehr pushen. Also da gehe ich auch mit dem Motor auf Standard, weil wir könnten zwar ein bisschen was dazu gewinnen, aber zur Not verlieren wir eine Position gegen Ricciardo, aber mehr will ich da nicht riskieren. Giuliani hat halt den Vorteil, dass er ja die Fähigkeit noch hat. Und Mick Schumacher hat sich hier ganz überraschend ganz vorne festgesetzt. Meine Güte. Was in aller Welt ist da denn bitte los? Wir sind in Runde 14, Leute. Wenn ihr die Teile noch so ansatzweise nach Hause bringen könnt, das wäre perfekt. Okay, Ricciardo, 7 Sekunden Rückstand. Die Reifen sind aber recht alt und Mick Schumacher scheidet aus hier. Timo scheidet aus, genau. Nein, Mick Schumacher scheidet aus, in Führung liegen. Das darf doch nicht wahr sein. Und auch Button, der jetzt in Führung liegt seinerseits, hat hier Probleme im Moment. Und auch Button ist draußen. Button ist ebenfalls draußen und bei Sebastian Vettel sieht das hier jetzt sehr kritisch aus mit den Bremsen. Unfassbar, was sich hier ereignet gerade. Und Daniel Ricciardo 4,5 Sekunden hinter Sebastian Vettel, aber wir können uns hier definitiv noch wehren, wenn es sein muss. Es ist die letzte Rennrunde, die hier gerade läuft. Ganz vorne Giuliani, der kann das hier nach Hause schaukeln. Aber wie sieht es bei Vettel aus? Die Reifen, die Teile, ich weiß nicht, warum ich heute die ganze Zeit Reifen sage, aber egal. Die Teile, die scheinen immer weiter abzubauen, aber es sieht gut aus. Wir holen einen Doppelsieg zum Auftakt der Saison. 2,6 Sekunden war Vettel am Ende noch vor Ricciardo und insgesamt haben wir hier mit beiden Autos eine Hammer-Performance an den Tag gelegt. Unglaublich. 100% Batterie noch bei Giuliani und ich glaube, dass es sich definitiv gelohnt hat, nochmal
die schnelle ladende Batterie zu haben. Meine Güte, wie oft wir hier auch bei 100% noch waren. Und wir konnten fast jede Runde auf Startziel das Ding verwenden und hatten ungefähr gleich viele Prozent wie davor. Also so, dass es sich nicht geändert hat. Runde um Runde. Und meine Güte, für beide Fahrzeuge die perfekte Strategie geholt. Daniel Ricciardo aber ebenfalls sehr stark gefahren. 4 Runden auf Supersoft, 12 Runden auf Medium. Aber das ist uns jetzt egal. Wir haben es tatsächlich geschafft. P1 und 2, aber das wird ein Zustand sein, der nicht so lange anhält. Davon können wir ausgehen. 39 Punkte haben wir damit und unseren ersten Rennsieg in der Formel 1. Unfassbar. Aber was für ein Drama das bitte war, ne? Zwei Fahrzeuge scheinen aus in Führung liegend. Und dafür auch noch Malia. Unfassbar, also wirklich. Ich bin gerade schon so ein bisschen, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Es ist echt krass, es ist einfach nur krass, es ist echt heftig. Leute, 39 Punkte, Mann. Ja gut, also das ist das neue Punktesystem, aber Sieg und P2, damit hättest du auch 16 Punkte in der letzten Saison geholt und ich glaube, wir hatten 18 am Ende. Naja, wenigstens ist die Bilanz einigermaßen ausgeglichen, ja. Wenigstens ist die Bilanz einigermaßen ausgeglichen oder wir sind einfach mal mit 60 Millionen im, nee, oh schade, 36 Millionen im Plus, okay gut. Aber ich habe mich nicht ganz so verschätzt wie er. Interview mit dem Spiegel. Ich bin ein Genie, küsst den Moderator. Die Reaktion finde ich sehr lustig, aber sowas vielleicht. Ja, das ist ein bisschen langweilig gewesen, die Antwort, aber ja, ich glaube, da dürfte man auch ruhig mal ausrasten, ne? So ein bisschen, wenn man so einen Sieg geholt hat. Vor allem so komplett unerwartet, einfach BÄM, Sieg. Moment, wie sieht's jetzt mit der Fanbase aus? Die dürfte doch sicher sehr viel erweitert. Jawohl, 2,1 Millionen. Immer noch ein Witz im Vergleich zu fast jedem anderen Team. Eieiei, Mercedes bei 22,1. Eastwood Motorsport. Ich habe mich schon gefragt, was ist denn das für ein Force India Team plötzlich? Weil Force India war hier doch ganz silber. Oder sind sie pink? Ach, sie sind mittlerweile pink schon. Okay, gut. Ja, aber ansonsten Eastwood Motorsport for Williams. Das ist natürlich sehr bitter, ne? Der Ausfall. Aber wenn du ausscheidest, kannst du immer noch einen Punkt holen. Das ist okay. Also, Nico Hülkenberg, Punkteträger. Nein, das ist jetzt natürlich gemein, aber alter Falter, ey, das schauen wir mal ganz kurz bei den Sponsoren rein. Also, ich hätte auch ruhig Total nehmen können. Die hätten uns eine Million gezahlt. Oder wir hätten Petrobras nehmen können. Super Zungenbrechername. Dann hätten wir 1,25 mehr bekommen, aber ey, wer geht schon davon aus, dass sowas passiert? Mal ganz im Ernst, wer geht davon aus, dass wir das hinbekommen, was wir hinbekommen haben? So, und direkt ein neues Teil entwickeln, direkt ein neuer Heckflügel. Bam, gar nicht mal lange auf die alten warten. 20 im Plus und hier, nein, Moment, wir nehmen sogar hier den stärkeren direkt. Ah, Risikolevel plus 1, das ist nicht cool. Nee, das gefällt mir alles nicht, was da noch weiterhin auf uns wartet. Nee, so geil ist es nicht. Gut, ansonsten, Moment mal, aber wenn ich das mal so mache, das ist gesperrt, okay. Wie weit reicht unser Wissen für die jeweiligen Sachen? Das können wir im HQ sehen, ne? Aber wir könnten ein episches Getriebe bauen. Krass. Das klingt vor allem so unfassbar epic. Gut, Nachricht, Fahrzeugreparatur beendet, darauf habe ich gewartet, damit wir mal sehen können, was wir jetzt gerade hier noch weiter verbessern. Also, Motor und Getriebe ist so eine Sache, das sollten wir vielleicht auch weiterhin beibehalten, Bremsen auch. Heckflügel, gut, ihr habt ja gesehen, da gibt es nicht so die krassen Sachen, Aufhängung vielleicht. Plus 20, ohne Risikolevel, machen wir mal. Weil ich glaube, die Aufhängung, die haben wir auch noch nicht verbessert, von der Zuverlässigkeit her. Das können wir auf jeden Fall jetzt machen. Und ja, der gute Heckflügel, der wird auch, glaube ich, langfristig dann bei uns im Programm sein. Also, wenn wir hier bei, ah komm, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Ich glaube, wir können zumindest die etwas schwächere Komponente schon mal rausnehmen, weil die gehört zu Giuliani und der hat sowieso die Fähigkeit. Und können mal hier die Heckflügel verbessern.
tatsächlich auch erstmal beide. Giulianis Heckflügel werde ich wieder nicht ganz so stark verbessern, weil er hat halt selbstverständlich die Fähigkeit, wie gesagt. So, und damit haben wir den Heckflügel auf 44. Der wäre für Giuliani reserviert. Im Moment haben die auch ungefähr gleich viele Punkte. Die Heckflügel, also von der Leistung her. 61% passt hier eigentlich auch. Der Frontflügel, den nehmen wir hier so raus. Und wir konzentrieren uns jetzt mal erst auf die Aufhängungsentwicklung. Wir können vielleicht mal die Heckflügel leistungstechnisch... Stimmt. Achso, doch, da hatte ich die Frontflügel drin. Okay, passt. Gut, ansonsten 72, 75. Da kann ich gleich tatsächlich auch Vettels Motor und Co. rausnehmen. Mache ich jetzt mal. Weil jetzt sind die sicher bei 77, 8. Ja gut, 72 und 75 passt im Moment, denke ich mal. So, die Bremsen. Ja gut, den Zweitmotor und das Zweitgetriebe nehme ich nochmal mit rein. So, und wir können einen neuen Sponsor nehmen. 1 Million Vorauszahlung, 1,25 Millionen Vorauszahlung. Boah, die zahlen aber ordentlich pro Rennen, ne? Also das machen die nicht, das ist ja richtig schlechtes Angebot. Die sind ganz gut. 750.000 pro Rennen ist auch okay. Ja, das zahlen die auch. Und die zahlen 800.000 pro Rennen, aber hatten eine höhere Vorauszahlung beide. Ja, ist okay. Ist okay, kann man akzeptieren. Radrennen demnächst. Marktfähigkeit plus 5 und Fitness plus 1. Jawohl! Die Jungs sind ebenfalls top motiviert. Mit dem 8 besten Auto und Doppelsieg einfahren. Warum nicht? Hat geklappt. Gut, ansonsten Teileverbesserung. Damit sind wir fast überall wunderbar gut unterwegs. Verzögerung ist hier kritisch. Haben wir verbessert. Frontflügel ebenfalls kritisch. Habe ich auch verbessert. Genau wie die Höchstgeschwindigkeit haben wir auch verbessert. Also das Gute ist, dass ich hier einfach random die Sache verbessert habe, die auch wichtig sind für die jeweiligen GPs. Ja, super. Gut, ansonsten vielleicht noch die Aufhängung verbessern, obwohl, na, vielleicht kriegen wir da noch 1% raus. Ja, sehr schön. Naja, dieser Prozent könnte über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber gut, Leute, das war unfassbar geil. Das war ein unfassbar schöner Grand Prix. Ich würde sagen, hier können wir theoretisch noch weiterentwickeln, aber ja, könnten wir, ja, machen wir. Verbesserungsrate, Geschmeidigkeit erhöht. Komm, machen wir. 8 Millionen investieren, bam. Sieht gut aus. Tja, ansonsten geht's beim nächsten Mal nach Peking. Und dort wird's regnerisch. Bedeutet, es könnte ein Rennen sein, wo man 2 Stops oder sogar 3 Stops einlegen muss, damit man die optimale Reifenstrategie hat. Und das könnte uns natürlich zugutekommen, indem wir da mehrere Chancen haben, die Teile zu verbessern. Das wäre vor allem für Vettel ein Vorteil, weil dann kannst du ein bisschen variabler reagieren, ja, dann, weil hier musstest du schon ein bisschen im Voraus agieren, wusstest nicht, okay, was machen wir dann ganz am Ende, ja, wenn es hart auf hart kommt, aber in Peking können wir dann sagen, okay, sagen wir in Runde 10 von, nee, Moment, in Runde 18 von 22 sehen wir, okay, Vettel kriegt Reifenprobleme, schon wieder dieses doofe Wort Reifen, Mann, Vettel kriegt Bremsprobleme, dann tauschen wir nochmal die Bremsen oder so, was recht, naja, oder reparieren die Bremsen, was recht langwierig sein würde, aber im Spiel funktioniert es halt, ist aber auch okay. Und ja, dann können wir tatsächlich auch nochmal ja, während des Rennens einfach zum Ende des Rennens hin nochmal irgendwie flexible Entscheidungen treffen. Also man bleibt flexibel, das ist cool. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wieder bei eisigen 14 Grad Celsius, meine Güte. Die hätte ich eigentlich auch mal ganz gerne für so einen halben Nachmittag jetzt, weil das wäre echt angenehm. Gut, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und es geht dann beim nächsten Mal weiter, vielleicht mit dem nächsten Doppelsieg beim Motorsportmanager. Haut rein!